Tag 26 in meiner Serie Einfach fitter für Vielbeschäftigte. Ich habe am Vortag ja die Kraft trainiert und deswegen wollte ich jetzt weitermachen mit der Kraftausdauer und ein bisschen Beweglichkeit. Ich habe tatsächlich wieder sehr viele Termine gehabt den ganzen Tag, nicht viel gemacht, sollte aber keine Ausrede sein. Das heißt, am Abend habe ich mich noch aufgerafft und habe etwa 12 Minuten lang mich mobilisiert, durchbewegt. Am Boden vor allen Dingen Übungen aus der Babyentwicklung, also Rollen, Rocking, Kopf, Nicken, Krabbeln. Nee, Krabbeln habe ich nicht gemacht, denn das war meine Kraftausdauereinheit. Ich wollte wenigstens ein bisschen machen und habe dann zweimal 4 Minuten Intervalle bin ich gekrabbelt, ohne dass die Knie den Boden berühren. Manche bezeichnen es als Spider-Man-Krabbeln, das heißt 12 Minuten Mobility und dann 4 Minuten gekrabbelt, ohne Pause, ohne dass die Knie den Boden berühren. Das heißt, die Knie waren so ein Stück etwa über dem Boden. Und dann eine kurze Pause von, ich glaube, es waren maximal 2 Minuten. Also 1 bis 2 Minuten. Und dann bin ich wieder 4 Minuten gekrabbelt. Das war recht knackig, denn ich habe es mit Socken auf glatten Boden gemacht. Und da rutsche ich immer weg. Ich hatte also noch viel höhere Bauchspannung, damit mir die Füße nicht wegrutschen. Also das war schon ziemlich anspruchsvoll und unangenehm. Und das war Tag 26.